Hallo und herzlich willkommen. Die Sendung Wichtige Fragen grüßt Sie. Wie unterscheidet sich das Schulsystem zwischen Deutschland und der Ukraine? Warum sollen die Kinder die deutsche Sprache lernen? Und wie kann man eigentlich durch die Kunst die Fremdsprachen lernen? Darüber sprechen wir heute mit unserem Gast im Studio, Johann Martin Kremer. Hallo Johann, ich grüße dich. Wie geht es dir eigentlich? Gut. Gut. Womit beschäftigst du dich bei uns in der Ukraine? Ich mache ein Praktikum vom Goethe-Institut und bin eigentlich an der Schule tätig, wo ich Sprachassistent bin. Genau. Was ich da jetzt genau mache, ist so, dass ich mit einer Lehrerin mitgehe und wir machen so Co-Teaching. Das heißt, dass ich einige Aufgaben im Unterricht übernehme und sie andere Aufgaben. Genau, und dann bin ich noch in einer AG tätig, die nach der Schule stattfindet, wo Schüler aus der deutschen Minderheit Deutsch lernen oder Deutsch verbessern und man zusammen versucht, irgendwie eine schöne Zeit zu verbringen mit dem Schwerpunkt eben Deutsch zu lernen. Und warum hast du dich eigentlich entschieden, in die Ukraine zu kommen und da ein Praktikum machen? Das ist, also ist ganz interessant. Also ich war davor 4 Monate in China für ein Praktikum, was von der Universität, an der ich studiere, sozusagen geplant wurde. Oder es ist eher so, es war vom Goethe-Institut, war dieses Praktikum, und von meinem Studium aus ist es so, dass ich ein Praxissemester machen muss, das im Inland oder im Ausland absolviert werden muss. Und ich habe einfach beschlossen, mich zu informieren, ob ich das irgendwo im Ausland machen kann. Und da gab es ein Programm vom Goethe-Institut, das nennt sich Schulwärts. Und das gibt einem die Möglichkeit, als werdender Lehrer oder als schon bestehender Lehrer ins Ausland zu gehen für maximal 4 Monate. Und als wir noch in China waren, also ich und meine Freundin haben das zusammen gemacht, haben wir das Angebot bekommen, noch ein Praktikum ranzuhängen in der Ukraine. Und das hat sich zeitlich sehr gut ergeben und wir hatten einfach nochmal, waren gespannt, was wir hier erwarten sozusagen. Und für mich ist es ganz spannend, weil ich war mit dem Aufenthalt in China, war ich schon ein Jahr nach der Schule in Ghana. Also ein Jahr war da auch tätig an einer Schule, auch eine Art Praktikum. Und für mich ist es ganz interessant, in eine Kultur ein bisschen näher kennenzulernen, die mir sehr vertraut ist, weil zu einem es hier auch die deutsche Minderheit gibt und es einfach auch kulturell viel näher dran ist an Deutschland als China oder Ghana. Und das ist für mich sehr spannend, weil das es doch irgendwelche Unterschiede gibt und manche Dinge hier auch sich anders entwickelt haben. Man könnte bei manchen Dingen sagen, ist es vielleicht stehen geblieben, wenn man es negativ formuliert. Es hat sich einfach anders entwickelt und es ist irgendwie eher so was, das, was sich hier vielleicht nicht weiterentwickelt hat, vermisst man in Deutschland vielleicht. Oder es gibt so Rückbesinnungen, so was den Lebensstandard betrifft. Was natürlich auch alles einen wirtschaftlichen Aspekt hat. Also ich will das jetzt alles nicht schönreden, dass die Leute das hier bewusst zu machen. Es waren einfach ganz viele Einflüsse von außen, die das eben so, Einflüsse, die es beeinflusst haben, so wie, dass die Kultur halt so gewachsen ist und nicht so wie in Deutschland. Ja, du bist ja kein Deutschlehrer, ja? Aber du studierst oder hast Kunst studiert? Ich studiere noch Kunst, also ich bin momentan im 7. Semester. Regulär dauert mein Studium 10 Semester.
Ich studiere zwei Fächer, also ich studiere Kunst auf Lehramt und freie Kunst. Das heißt, ich werde es nicht in den 10 Semestern schaffen. Also ich weiß nicht, wie viele Semester ich brauche. Das lasse ich mir so ein bisschen offen. Genau. Und ja, ich bin kein Deutschlehrer. Ich lerne halt, was man in Deutschland, was zum Studium dazugehört, es sind Erziehungswissenschaften und Didaktiken, die man vielleicht auch auf den Deutschunterricht sozusagen adaptieren kann. Allerdings ist es, also ich bin kein Fremdsprachendidaktler. So, da habe ich keine Erfahrung, da habe ich die Erfahrung, die ich da gesammelt habe, habe ich in China gemacht. Davor hatte ich noch nichts mit diesem Thema zu tun. Du hospitierst in der Schule und bei dem Deutschkurs beim Deutschen Haus in Tschernajewo. Welche Methodik benutzt du da beim Unterrichten? Also bei dem Unterricht in der Schule ist das so, dass ich sehr an dem Buch gebunden ist, weil das in der Schule so ist, dass das Lehrbuch, was für den Deutschunterricht ja, zur Verfügung gestellt wird, es wird von der Lehrkraft oder der Wille ist da, dass es so gut wie möglich eingehalten wird. Dadurch hat man nicht viel Spielraum, weil das Lehrbuch halt sehr strikt eingeteilt ist. Also es ist in Stunden unterteilt und es ist ganz klar, eine Stunde hat so und so viele Aufgaben und es ist sogar eine Hausaufgabe formuliert. Und ich übernehme manchmal Aufgaben und verändere sie leicht. Und die Methodik ist für mich immer wichtig, dass die Kinder selbst aktiv werden und selbst sprechen. Genau. Welche Methodik ich da jetzt, das kommt immer auf die Aufgabe drauf an. Also wichtig ist sozusagen, dass irgendwie Interaktion von den Schülern kommt. Und bei der AG oder nach der Schule halt, da versuche ich, dass es, weil es halt eine auf freiwilligen Basis ist, soll es nicht diesen Unterrichtscharakter haben, was manchmal ein bisschen schwierig ist, weil die Räumlichkeiten sehen halt aus wie in der Schule. Und da ja, versuche ich halt irgendwie durch Spiele, ja, dass man ins Gespräch miteinander kommt, dass man die Sprache ein bisschen benutzt, um sich zu verständigen. Genau. Und wie unterscheiden sich die Schüler in China und hier in der Ukraine? Also, wenn man das pauschalisieren kann, ist es so, dass in der Ukraine wie auch in Deutschland es schon mehr die Rolle spielt, etwas zu hinterfragen, was in China weniger die Rolle spielt. Es ist ja durch das System ist es schwierig, da anzuknüpfen, weil sozusagen der Unterricht, den ich sozusagen auch gelehrt bekomme oder die Didaktik, die ich gelehrt bekomme, knüpft halt da an, dass man Schüler zu eigenständigen Personen erzieht, die eigenständig denken sollen und man gibt halt immer so Anreize. Und das war sehr interessant in China, dass das nicht funktioniert hat richtig. Man musste mal sehr kleinschrittig vorgehen und alles sozusagen vorgeben. Und dann habe ich immer einen Schritt zurück gemacht, um zu gucken, ob sie jetzt eigenständiger arbeiten können. Und das ist ein großer Unterschied, dass das in der Ukraine viel selbstverständlicher ist, dass man etwas hinterfragt. Das ist aber auch nochmal ein Unterschied zu Deutschland. Ich will das jetzt nicht pauschalisieren, das funktioniert nicht, aber generell würde ich schon sagen, dass das Bildungssystem in Deutschland auch einen größeren Stellenwert darauf legt.
Und wie schätzt du eigentlich das Bildungssystem in der Ukraine? Schwierig. Also was ich beobachtet habe, ist, dass die Wertschätzung des Lehrers nicht den größten Stellenwert hat. Also an der Schule, an der ich hospitiere, ist es so, dass viele es als Zuverdienst machen. Oder es sind Hausfrauen und also die sozusagen den Haushalt schmeißen zu Hause und dann eben auch noch so nebenberuflich Lehrer sind, so in etwa. Und auch die Ausbildung hat keinen Schwerpunkt auf Didaktik. So, das ist, sie sind alle fachlich gut ausgebildete Lehrkräfte, aber halt nicht in der Didaktik oder in pädagogischer Psychologie etc. und was dazu gehört. Und das ist schwierig, weil dadurch stagniert das System und es kann nicht zu neuen Ideen kommen. Weil auch die Bücher, es ist nicht nur im Deutschunterricht, ich habe auch in anderen Fächern hospitiert oder habe mich mit einer ehemaligen Schülerin unterhalten, dass die Bücher alle sehr strikt eingeteilt sind. Also wie ich schon gesagt habe, dass es nach Unterrichtsstunden eingeteilt ist. Das Buch ist gleichzeitig der Lehrplan und der Lehrer oder die Lehrerin müsste sich eigentlich gar nicht vorbereiten. Man schlägt das Buch auf und sieht die Aufgaben und liest sie vor und kontrolliert sozusagen, ob die Schüler das richtig machen nach dem Buch oder nicht. Und das ist, wenn das Buch schlecht ist, ist es halt schwer, da irgendwie guten Unterricht zu machen oder auch den Unterricht weiterzuentwickeln. Bald kommt Weihnachten. Wie bereitest du dich mit den Kindern zum Weihnachten? Das ist ganz schön. Wir machen gerade in der AG ein Krippenspiel zusammen. Das ist noch leicht katastrophal und es ist viel Durcheinander. Und man muss halt auch den Text lernen. Manchmal weiß ich nicht, ob die Schüler es denn wirklich wollen oder verstehen. Genau, das hoffe ich, dass wir da irgendwie noch so einen Konsens bekommen, dass wir Spaß bei der Probe haben, dass die Schüler verstehen, was darin vorkommt, dass sie dadurch auch Deutsch lernen und dass wir dann zum Schluss eine schöne Aufführung haben. Genau. Und sonst Weihnachten, wie ich das hier erlebe. Gestern habe ich einen verschneiten Berggipfel gesehen. Das habe ich in Deutschland nicht die Erfahrung, weil ich eher aus dem Norden komme und nicht aus dem Alpenvorland. Das ist schon fast weihnachtlicher als in Deutschland. Du arbeitest oder hospitierst in der Schule, wo sehr viele ethnische Deutsche sind, also die Schüler von ethnischen, von deutschen Familien. Und auch du hospitierst beim deutschen Haus in Chernihiwo. Also du bist hier in Transkarpatien sehr, sehr eng mit der deutschen Minderheit verbunden. Wie ist diese deutsche Minderheit hier bei uns? Wie sie ist. Also das, was ich mitkriege, ist, dass die deutsche Minderheit hier eher ein Teil von dem Ganzen ist. Also so wie die ungarische Minderheit einfach zu dem ganzen Transkarpatien dazugehört. Und es ist nicht so separiert, was ich ganz schön finde und was mir auch viele auch in der Kirche zum Beispiel immer sagen, so dass es egal ist, welche Religion das ist, ob das Katholiken, Evangelien, Protestanten oder Orthodoxe sind, das ist egal. So, das hat mir eine ältere Dame gesagt, das finde ich eigentlich ganz, ganz schön,
Was ich noch mitgekriegt habe, ist halt, oder auch an der Deutsch AG, dass die Sprache keine so große Rolle mehr spielt. Leider. Aber leider, oder ich weiß es nicht, es ist halt, also den Schülern oder den Leuten ist es bewusst, dass sie zur deutschen Minderheit gehören. Das kriegt man schon mit. Und die Kulturveranstaltungen, die von den Kulturzentren ausgehen, die sind, finde ich auch schön, dass das offen ist, eigentlich für Leute, die auch nicht aus der deutschen Minderheit sind. Also in Mukatschewo hier gibt es auch in dem Tanzverein Mädchen, die halt nicht aus der deutschen Minderheit sind. Oder im Chor singen auch Leute, die ungarische Vorfahren haben. Es ist sehr durchmischt. Ja, das ist dann eher die Frage, wie wichtig Kulturen generell sind oder was überhaupt Kulturen sind. Und wie schlimm es wäre, wenn sozusagen die deutsche Kultur sich mehr in der transkarpatischen Kultur sozusagen ja, oder in die transkarpatische Kultur aufgehen würde. Welche Pläne für die Zukunft hast du? Die Pläne für meine Zukunft sind, dass ich Weihnachten bei meiner Familie bin, also bei meinen Brüdern und bei meinen Eltern. Genau, und dann haben wir noch 2 Monate, da baue ich oder bauen wir, meine Freundin und ich, einen Zirkuswagen noch fertig aus. Hoffen, dass das klappt und dann ziehen wir in diesen Wagen und dann kann ich mal wieder für eine längere Zeit in Deutschland bleiben und erstmal mich mehr dem Studium noch widmen. Obwohl das hier auch Teil des Studiums ist, das sehe ich jetzt nicht so, aber es ist, ich habe mehr Zeit sozusagen, denn mich der oder der Kunst oder meiner Arbeit als Künstler oder ja, zu widmen, mehr Zeit dafür zu haben. Ja, ich danke dir sehr herzlich für das interessante Gespräch. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Tschüss!